Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Cyberpunk 2.0. Mein Name ist Mark. Kurve. Ja, ich weiß, mein Name ist Mark und ich begrüße euch wie immer ganz herzlich hier zu dieser Aufnahmesession. Wir sind immer noch hier am Fliehen. Der Clan-Chef, der Kaiser oder wie auch immer, der liegt hier. Das haben wir in der letzten Folge. Und in der letzten Aufnahmesession. So, jetzt müssen wir irgendwie hier fliehen, ohne dass wir entdeckt werden. Vielleicht hinter der Kurve. Ja, Moment, ich bin noch dabei. Da ist doch die Leiter. Komm. Du schaffst das, Jackie. Nicht runtersehen. Okay. Oh, das ist verdammt hoch. Jetzt beruhig dich, mein Freund. Scheiße! Ist das Trauma? Wenn es wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Oh nein. Sie haben uns nicht gesehen. Also, wir waren nicht zu übersehen. Oh nein. F, springen. Oh nein. Das habe ich mir schon gedacht, dass wir jetzt in die Falle tappen, ey. Nein. Ein Entkommen war da wohl nicht drin. Ja. Oh, Scheiße. Das war knapp. Der Relic. Madris. Oh, das ist nicht gut. Jackie, du blutest. Das hat Zeit. Sieh nach dem Relic. Druckabfall im Behälter. Biochip-Integrität bei 94%. Und senkt weiter. Carajo. Okay. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Ich ruf sie an hier, Evelyn Parker. Wie? Con Packy ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Wovon redest du denn? Wovon zum Teufel redest du da? Der Relic darf nicht isoliert werden. Er braucht eine sichere Umgebung. Naja, irgendwer muss es tun. Oh, nee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Oh nein, hoffentlich stirbt er nicht. Jackie, alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Delimane. Del, wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Aufstehen, wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Ach, warte mal, haben wir noch irgendwas hier vergessen? Aurasi. Boah, das war eine Störstimme. Jetzt lass uns verschwinden. Ich guck nur mal, was da drin ist. Erreiche den Aufzug, komm. Folge mir. Achtung! Im Con Packy Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Madris, halt den Kopf unten. Keine Zeit für Sarkasmus, Karnal. Wir müssen uns schön leise kalt machen. Na, Kommando? Sind in der Lobby. Durchsuchen das ganze Gebäude. Okay, wir müssen jetzt... Wir müssen irgendwie ganz vorsichtig jetzt vorangehen. Warte mal, ich habe jetzt mal schnell gespeichert. Champagnerkühler nehmen. Nein, das brauche ich alles nicht. Hier sind irgendwelche Betten. Das sieht hier aus, als wäre es hier so ein... Wie auf der Flucht hier immer. Wir gehen mal runter. Einer, du... Drohnen haben auf der Mittagsebene das Feuer auf Bedrohungen eröffnet. Warte! Yorinobu Arasaka wurde aus dem Gebäude gebracht. Wiederhole, Yorinobu Arasaka wurde evakuiert. Was ist denn? Was zum Teufel geht da vor? Gar nicht gut.
Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Da ist das Personal. Kümmere dich um die Wachen. Erreiche den Aufzug. Ja, schön. Da ist einer. Ausführen den Hack. Blenkungsmanöver ist blockiert. Noch ist er blockiert. Warte mal. Oh, jetzt muss ich erstmal gucken. Identifiziere die Gefahr. Töten. Was haben wir denn hier? Okay, wir haben sie beide. Vorsicht! Was denn? Draußen wird überall Security sein. Okay. Ich nehme mal erstmal alles, was er hier hat. Hier ist ein bisschen Kohle. Ein bisschen was zu trinken. Was zum Lesen hier. Yoka, Dämonen Japans gestern und heute. Sie hausen auf Berggipfeln, in Flüssen und Ozeanen, in den Straßen der Stadt und auf jeder Etage von jedem Megagebäude, in der die Ziffer 4 vorkommt. Sogar in einer Waschmaschine oder deinem Infovisier. Einige tauchen an festen Orten auf, während andere eine bestimmte Person heimsuchen. Sie sind es, wenn du inmitten einer verlassenen Wüste auf einmal seltsame Geräusche hörst. Sie sind es, wenn du das Gefühl hast, dass dich jemand beobachtet, obwohl weit und breit keine Menschenseele zu sehen ist. Sie sind es, wenn du etwas aus dem Augenwinkel bemerkst, das niemand anders zu sehen scheint, obwohl du gerade erst für eine Untersuchung beim Rippidog warst. In der japanischen Literatur finden die Yokai erstmals im Jahre 797 Erwähnung. Diese mysteriösen Geschöpfe sind, obwohl sie eng mit dem unsichtbaren Reich der Toten in Verbindung stehen, seit Aufkommen des Animismus in der japanischen Volkslore am Leben. Es ist nicht so, Japaner an Yokai glauben würden. Nein, sie wissen einfach, dass es sie gibt. Zusätzlich zu Phantomen, Ogern und anderen mysteriösen Phänomenen zählt zu den Yokai auch eine Gruppe Metaphora, Dämonen, Obake oder Bakemono genannt. Von diesen Kreaturen wird erzählt, dass sie die Gestalt einer gesichtslosen Person, einer einäugigen Vogelscheuche oder eines Tiers annehmen. Es heißt, dass Katzen bei Erreichen eines bestimmten Alters zu Yokai werden. Diese sogenannten Bakenoko sind dann in der Lage, auf ihren Hinterbeinen zu laufen und zu reden und zu tanzen, menschliche Form anzunehmen und sogar ihre Besitzer zu verschlingen, um ihre Plätze einzunehmen. Manchmal besuchen Bakenoko Menschen im Schlaf, um ihnen wird sogar nachgesagt, dass sie die Toten zum Leben erwecken können. Sie müssen nur über eine Leiche springen, um sie wieder zu wecken. Allerdings sind die Dämonen doch weitaus mächtiger. Bei der Begegnung mit einer zweischwänzigen Katze ist höchste Vorsicht geboten. Es handelt sich nämlich um einen Nekomata, einen Yokai mit schamanischen und nekromantischen Fähigkeiten, der Menschen verfluchen und Tote kontrollieren. Kann in seiner menschlichen Form ähnelt ein Nekometa einer alten Frau, die häufig von irgendeinem Stoff abhängig ist und von einer unheimlichen, verstörenden Aura umgeben ist. Doch will ich an dieser Stelle allen amerikanischen Lesern dieses Buchs versichern, dass wir heutzutage eine Bakeneko
Man kann sicher, dass heute am ersten in Form einer glückbringenden Monikneko-Figur begegnen werden. Schließlich sind echte Katzen in unserer Welt seltener als Yukai geworden. So. Okay, gelesen und weiter geht's. Achtung! Im Konfetti Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Wir können uns nicht damit verbinden. Die Anweisungen des Personals. Okay, wir haben das genommen. So. Da haben wir nochmal. Dass Sie Handfeuerwaffen griffbereit haben. Schulen sowie auch Krankenhäuser bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Wie steht es um Pacifica? Ursprünglich wurde der Bezirk als pures Luxusparadies angelegt. Inzwischen ist er zu einer Zuflucht für Gangs und Drogenkartelle gekommen. Oh, jetzt habe ich schon wieder die falsche Taste gedrückt. In Pacifica zu erwerben, mit dem Ziel, dort ein neues Server- und Logistikzentrum zu errichten. Jetzt müssen wir mal hier durchkommen, wann, ne? Hier zum Aufzug sollten wir doch kommen, ne? Allerdings nur unter einer Bedingung. Nicht schon wieder. Cool, bleib in V. Der Feind schläft nicht. Die letzte Nachricht des Tages wird hier lang! Wurden die Sendräume gecheckt? Ja, alles sauber. Nichts Seltsames, Achtung. Ungewöhnliches. Im Konpeki Plaza wurde okay, ein Glastüren sahen beschädigt aus. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Der geht. Können wir noch mal hacken hier? Mal gucken, was passiert jetzt. Ob er jetzt dahin geht. Okay. Töten. Okay. Der hat mich noch nicht gesehen. Warte jetzt. Die sehen uns sonst. Sie haben uns gesehen! Los, los, los! Ach, die Kamera oben, die habe ich nicht gesehen. Getroffen. Na komm. Ah, da ist er doch, da. Den haben wir erwischt. Ich glaube, das ist jetzt wieder ruhig. Code Red immer noch. Wir müssen uns durchschlagen! Wo bist du denn? Wie ist denn das? Warte mal hier. Achtung! Im Konfetti Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen. Anweisungen des Personals. Okay, scannen, nächste Gerät. Haben wir noch nächste Geräte hier? Geht nicht, können wir nicht.
Tür ist offen, okay, wir. So, es gibt noch irgendwo eine andere Kamera noch. Komm hier nicht durch. Ich weiß zwar nicht wie, aber das ging doch irgendwo hier entlang. Achtung! Im Confetti Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Okay. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Ich komme, warte mal. Duke. Da liegt nichts mehr, da ist auch nichts mehr. Boah, da müssen wir irgendwie mal hier rauslaufen jetzt langsam, warte mal. Jetzt gehen wir mal hier hin. Was haben wir denn hier? Können wir irgendwas da am Computer machen? Nein. Kristalldekanter? Nee. Uninteressant. Kaffeebecher. Hallo! Wo bist du? Oh nein. Oh, zwei Stück. Wir müssen aufpassen. Komm raus! Und die Hände da, wo ich sie sehen kann! Wie? Die können dich sehen! Feindkontakt! Ich greife! Ja. Ich schieß dich in Stücke! Sehr gut! So, den haben wir erledigt. Es ging nicht anders. Ich wüsste nicht, wie ich sonst da. Okay, wir haben die Waffen. Dreckige Penner. Wir finden dich. So oder so. Ja, wenn ihr meint, ihr würdet mich finden, hier, benutzen. Was? Was ist das denn für eine Gerätschaft hier? Hm? Hier nochmal was zum Lesen. Es ist bemerkenswert, dass die enorme Blutvergießen, welches mit dem Vier-Konzernkrieg einherging, als simpel relevant zwischen den Meereskonzernen Kino und OTEC begangen. Beide Firmen griefen nach der Macht, die Untergang der gewächsten IA hinterlassen wurde. OTEC beauftragte mittels militärisch seine Geschäftsinteressen zu sichern und diverse Sonderoperationen durchzuführen. Kino wiederum unterzeichnete eine ähnliche Unternehmensvereinbarung mit der Arasaka Corporation. Als die beiden stolzen Sicherheitsrisiken in einen offenen Kampf aufeinander trafen, eskalierte die Situation und der vierte Konzernkrieg hatte offiziell begonnen. Doch wie bei reinen Konzernkonflikten üblich waren die Anfänge eher subtil. Arasaka deaktivierte einen Militärtransport. Militärisch eliminierte angeblich ein hochrangiges Mitglied eines Arasaka-Partners. Beide Seiten sabotierten einander wieder und wieder. Daten wurden gestohlen, Netrunner infiltrierten Datenfestungen, um zu verwirren, Informationen zu sammeln und Chaos auf dem Börsenmarkt zu stiften. Obwohl es diesen ersten Monat niemanden für möglich gehalten hatte, gefährdete der Arasaka-Militärkonflikt die Stabilität der gesamten Weltwirtschaft. Der völlige Kollaps hing wie ein Damoklesschwert über die Erde, weshalb man bei NetWash beschloss, beide Konzerne mit einer Kommunikationsembargo abzustrafen. Doch die Maßnahme hatte nicht den gewünschten Effekt, während sich Kino und OTEC dank Friedensgesprächen inzwischen geeinigt hatten, wuchs die Spannung zwischen Arasaka und Militärisch weiter an. Diese Lösung von Streit um die Meere markiert den Anfang der zweiten Phase des vierten Konzernkrieges, den sogenannten Schattenkrieg. Die folgenden militärischen Konflikte zwischen Militärisch und Arasaka waren blutig, brutal und gnadenlos. Doch die schlimmsten Kampagnen liefen über das Netz ab. Netrunner von Arasaka und Militech griffen wiederholt mit oftmals hochexperimentellen Viren an. Hinzu kamen tödliche Eismaßnahmen und QA-ähnliche Programme, die in finsteren Ecken des Netzes lauerten, um zuschlagen, wenn der richtige Zeitpunkt kam.
In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 begann die Endphase des Konfliktes. Während der beiden Seiten auf alle verfügbaren Mittel und Strategien zurückgriffen, der sogenannte heiße Krieg war ausgebrochen. Etwa zur selben Zeit hörte das Netz, wie wir es kannten, auf zu existieren. Söldner beider Seiten fielen in offenen Gefechten der hochmodernen Waffentechnologie zum Opfer. Es folgte der gleichzeitige schockierendste und berühmteste Wendepunkt des Krieges, als unbekannte Söldner einen Atomsprengkopf im Arasaka-Hauptquartier von Night City zündeten. Kurz nach der Explosion beugte sich Arasaka dem immer stärker werdenden Druck der japanischen Regierung, legte die Waffen nieder und zog sich von vielen strategischen Punkten zurück. Darunter auch Night City. Militech hatte den Sieg davongetragen, aber der hinterließ einen bitteren Beigeschmack. Das hört sich eher so wie so Nagasaki und Hiroshima an, ne? Ist nur eine Frage der Zeit. Boah, geil gemacht, dass man durch die Wände schießen kann hier, ne? Greift ihn von allen Seiten an! Ich greif ihn mit mir! Achtung! Im Konfetti Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Weiter schießen! Bleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Personal. Wir dürfen nicht unsere letzte Kugel hier wegschießen. Umzingelt ihn! Da, den habe ich ja nicht. Keine Chance! Muss nachladen! So, den nehmen wir nochmal mit. Wo ist die verdammte Verstärkung? Es gibt keine Verstärkung, mein Freund. Du kommst und ergibst dich oder du kriegst die Kugel in den Kopf. So, 5 Assassine. Saubere Nummer. Ja, noch nicht ganz. Ich habe hier noch nicht alles durchgeguckt. Ich muss nochmal hier alles durchgucken. Aber das machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Das geht dann wieder weiter. Ich danke erstmal fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.